Zuletzt bei The Last of Us Part 2. Wir erleben nun die Geschichte von Abby. In einem Zeitsprung in die Vergangenheit erfuhren wir, dass ihr Vater der Arzt war, welcher Ellie bei den Fireflies operieren sollte, welcher jedoch von Joel umgebracht wurde. In einem Zeitsprung nach vorne, an den ersten Tag in Seattle, als Ellie ankam, erleben wir nun die Geschichte von Abby, wie sie im Hauptquartier der WLF mit ihren Freunden an die Front geschickt wird. Hey, liebe Last of Us-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Last of Us Part 2. Unerwartete Wendung, würde ich mal behaupten. Wir sind mittlerweile nicht mehr... Gott verdammt! Oh, hier ist ein Klicker. Leute! Oh shit, der Dog! Kommen Sie! Na los! Oh shit, wie ihr seht, wir sind nicht mehr mit Ellie unterwegs. Wir sind in der Vergangenheit. Wir sind in der Vergangenheit von Abby unterwegs. Um nachzuvollziehen, wie alles so weit gekommen ist, dass sie all das gemacht hat, was sie mit Joel getan hat. Wir haben schon herausgefunden, ne, dass der Arzt den Joel umgebracht hat. Dass der ihr Vater war. Und dementsprechend hier der Hass auf jeden Fall auf Joel nachvollziehbar war. Irgendwo ist noch einer. Okay, ich nehme jetzt auch mal die normalen Waffen. Oh boy! Oh, das war ein Headshot. Der ist instant. Nein, weg! Ja, ich wollte ganz... Oh, ich bin blöd, Alter. Dem habe ich einfach einen instant Headshot verpasst. Okay, ne? Und wir finden jetzt quasi raus, wie alles dazu kam, weil quasi wir sind in der Vergangenheit und in der echten Zeit... Scheiße. Na los. Hält Abby gerade Ellie eine Pistole in die Fresse. Und Tommy. Also Ellie ist gerade kurz davor. Nein, Abby ist kurz davor, Ellie zu erschießen. Boah, ich werde so auf diesen Namen verwechseln, Freunde, weil die einfach so ähnlich klingen. Ich hoffe, ihr wisst immer, von wem ich rede. Schaut einfach die letzten Folgen, dann wisst ihr, was abgeht. Ist ein bisschen schwer zu erklären. Weil dieses Spiel tatsächlich sehr, sehr, sehr viel mit Rückblenden arbeitet. Und dadurch ist es oftmals immer so ein bisschen so schwer zu erklären, wann jetzt was, wo, wie passiert ist. Aber ich gehe ja eh mal davon aus, dass die meisten von euch das ganze Projekt verfolgen. Zumindest hoffe ich das. So. Er geht da lang, dann schaue ich noch kurz, ob hier irgendwo Loot rumliegt. Aha, ein bisschen Futter, das kann ich gut gebrauchen. Ein bisschen hier Technik-Stuff, Verbesserungsmetall, whatever. Hier auch nochmal einen Riegel zum Futtern. Warum lassen die alle die Schokoriegel liegen? Gibt ja nichts Geileres als Schokoriegel. Okay, Kekse vielleicht. Okay, ich denke, das passt. Na dann. Würde ich sagen, raus hier, oder? Manny. Klar doch. Ladies first. In einem Monat passe ich da nicht mehr durch. ich wollte es auch gerade sagen. Ladies first. Ich mache mich selbst. Wollte auch gerade sagen, die passt da bald nicht mehr durch, okay, mit dem Kind. Abby, oh, voll schön hier. Das ist wie das Gewächshaus deines Dads. Ja, nicht. Die Pflanzen hier leben. Stimmt wohl. Weißt du was? Das ist gut. Ihr braucht etwas, das euch zusammenschweißt. Klappe, Manny. Ich wollte gerade sagen. Funktioniert doch schon. Er macht's eigentlich nicht schlecht. Nicht schlecht! Oh, sieht wirklich schön hier aus. Aber kein Loot. Doch. Natürlich gibt's hier. Da ist ja eine Münze. Seid mir nicht böse, wenn ich die Münzen nicht angucke, aber ich mit Münzen kann ich halt wirklich gar nichts anfangen, ne? Vielleicht später. Wo sind die jetzt gerade unterwegs? Leute!
Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach hier raus. Die kommen schon von allein, oder? Yeah. Die Basis ist da vorn. Wie immer ein Gebäude so voll heraussticht. Wir sind da draußen. Ja. Oh nein! Kämpfen wir jetzt 24-7 gegen Scars, die so ultra beschissen rumpfeifen? Bitte nicht. Bitte nicht. Wie war, als man hier nicht von Scars angefallen wurde? Vermisst du jetzt den Waffenstillstand? War ruhiger, hä? Zu ruhig. Wir wurden nachlässig. Und sie knüpften ein ganzes Team auf. Das ist passiert, weil wir die Kinder erschossen haben. Okay, aber diese Kinder haben sie angegriffen. Was würdest du tun? Ich weiß nicht, sie nicht einfach abknallen? Tja, ich würde unsere Leute retten. Manny, das sind Kinder, es ist nicht ihre Schuld. Unsere auch nicht. Die Toten gehen auf sie. Okay. Wir müssen auf die andere Seite des Zauns. Vielleicht durch eins der Gebäude? Ich gucke auch gerade. Mal so gut. Hast du eine bessere Idee? Entschuldigung. Der Heuschnupfen. Ich sag's nur. Hey, können wir nicht durch diese Tür? Ich war doch gerade bei der Tür. Oder können wir die erst öffnen nach dem Dialog? Ah, wir können die erst nach dem Dialog öffnen. Okay. Irgendwas blockiert die Tür. Aber hier gibt's einen Seiteneingang. Oder? Oder nicht? Doch, gibt's. Manny, sieh da oben nach. Ja, okay. Boah, das ist so crazy. Ich sag's immer wieder. Respekt vor allen, die sich da selber hochziehen. Gerade so viel mit Eigengewicht und so weiter, das ist schon heavy. Das Kabel hat sich verhakt. Lässt er das Kabel jetzt runter? Oder er nimmt's mit. Na bitte. Hey! Mel, bleib bei Alice. Ich versuche die Tür aufzukriegen. Sucht euch einen anderen Eingang. Cool. Vorsichtig. Mit so einem Kind ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, da hochzuklettern, weil du hast ein bisschen extra Gewicht dabei. Und? Keine Scars zu sehen. Oh. Das ist ganz schön hoch. Runter. Ja, ja. Können wir das Kabel da reinlegen? Ja, ich wollte gerade sagen. Safe können wir das da reinwerfen. Na denn, ne? Das finde ich, dieses Kabel werfen, finde ich immer noch so gut gemacht. Oder dieses Seilkabel, was auch immer werfen. Haben wir Gasmasken dabei? Okay, Mel. Wir sind drin. Oh, hier sind wieder Pillen. Die findet man hier nur im Maxi-Pack, Leute. Kannst den. Hä, du hast ihn doch schon fast aufgestellt, Madame. Ja, klar. Achso, also wir natürlich die Tür wieder blockieren wahrscheinlich. I get it. I get it. Zack, Sprengstoff, ein bisschen Technik. Wir haben ja aktuell nur zwei Waffen, die wir verbessern können. Das ist eine Bootswerkstatt. Das sollten wir uns merken. Das Kommando sucht immer nach Ersatzteilen. Alles klar, wird aufgeschrieben. Ich meine, mit Ellie sind wir ja schon im Boot gefahren, aber das Boot hatte auf jeden Fall nicht das Kaliber. Ah, und hier ist auch schon direkt ein Waffenverbesserungs-Slot. Okay, aber wir könnten unsere Pistole verbessern. Aber... Weißt du, mein Vater habe ich nicht viel Lust zu. Mir wurde jedes Mal schlecht. Das kostet 84. Zierfernrohr oder Feuerstoß? Bloß nie schwanger. Ich gebe mein Bestes. Nee, das spare ich noch. Ich würde gerne dieses Gewehr hier verbessern. Da bin ich noch ein bisschen entspannter. Da hole ich nicht direkt alle meine Teile raus, die ich habe. So, Flaschen. Bisschen Sprengstoff. Da hinten liegt auch noch was im Regal. Lumpen und Benzin. Alles klar. Es ist jetzt quasi, wir spielen jetzt gerade den Tag, wo wir mit Ellie und Dinah in der Stadt angekommen sind und quasi dieses, ich sag mal, Open-World-Abenteuer erlebt haben, wenn ich das mal so nennen darf.
Boah, stemmt jetzt allein das ganze Tor hoch? Ich meine, ja, Kraft über... Ah, das klemmt da hinten. Seht ihr das? Das Tor klemmt. Yo! Alles okay? Ja, Kurbel gebrochen. Und jetzt? Abby, da. Eine Luke. Manny, halt durch. Wir finden einen Weg aufs Dach. Okay. So, genießt du die Fahrt mit uns? Tja. Erinnere mich dran, Manny zu danken. Ich bin froh, dass ich dabei bin. Ich helfe lieber, als nur von so etwas zu hören. Nochmal 18 Pillen. Ich glaube, wir können direkt die nächste Verbesserung machen, oder? Ja, Lauschmodus Klarheit. Gegen die im Lauschmodus siehst, werden deutlich... Achso, ja, das ist alles Stuff, den wir mit Ellie schon hatten. Als nächstes kommt dann Atem anhalten, okay. Wie gesagt, ich glaube, es ist alles jetzt hier loot-technisch und so weiter, eine beschleunigte Version vom Originalspiel. What? Das ist zu? Oh, no. Okay, dann geht's hier nicht lang, aber... Wie kommen wir dann zur Luke? Müssen wir vielleicht irgendwie das Buch hochklettern oder so? Warte mal, da war was. Ach, das war die Werkbank. Nee, die brauche ich noch nicht. Ha. Ah, sieh mal an. Ich helfe dir da hoch. Vielleicht ist was in dem Raum. Oh, mit einer Schwangeren, das ist... Das ist crazy. Okay, hoch mit... Dir. Ich hab's. Echt Respekt. Ist da was? Hallo? Was machst du da? Ich bringe uns hier raus. Okay, aber langsam. Ein Vorteil, schwanger zu sein? Mein niedriger Schwerpunkt. Ich nehme dich beim Wort. Was genau hat sie vor? Ist da eine Leiter oder eine Kiste, die sie uns runterschieben kann? Ah, sie macht die Tür auf. Okay, dann weiß ich jetzt, wo ich lang muss. Luft, komm hoch. Danke. Alles klar. Thank you. Okay, wir kommen der Luke näher. Kann ich aufs Boot hüpfen? Mal sehen. Hab mal. Die laufen da oben lang. Ich muss irgendwie da hoch. Ach, ich habe keinen Schimmer. Soll ich nochmal rüber auf die andere Seite? Okay, es ist ja, ich sag mal, viele Optionen. Ah, hier ist eine Leiter. Ich wollte gerade sagen, viele Optionen haben wir ja nicht. Das Spiel sagt hier platzieren. Dann platzieren wir hier. Und was siehst du? Pillen. Geht es nicht raus. Und eine Münze. Warum zur Hölle sammeln wir Münzen? Wahrscheinlich als Erinnerung an den Dad, mit Sicherheit. Ist das hier nur ein Bonusraum? Ja, wahrscheinlich schon. So. Können wir dir noch irgendwo als... Ich hätte jetzt als Steg für aufs Boot genommen, muss ich zugeben. Ja, genau. Das war eigentlich mein ursprünglicher Gedanke. Ich habe dann die Leiter da nur nach oben platziert, weil das Spiel das angezeigt hat. Schlau. Danke. Und hier ist ein Seil? Okay, wo muss ich das denn werfen? Wo muss das hin? Das erinnert mich an Owens Boot. Ist er immer noch mit Reparieren beschäftigt? Ja. Aber er meint, er wäre jetzt bald fertig. Wo muss das Seil bald hingeworfen werden? Jeder hat seine Leidenschaft. Bei mir ist's Hundespielzeug. Yep. Und bei mir die blöden Münzen. Wo muss ich das Seil hinwerfen? Kann ich das nicht irgendwo oben hinwerfen, um's... Warte mal. Ich steppe erstmal hier rein. Die Planke darf nicht zur Luke. Aber wie kommen wir zu der Planke? Trainingsbücher. David vs. Goliath. Verbesserungszweig. Verdeckte Operationen. Okay.
Fertige zwei Messer an, mit denen du bei deinen meisten Gegnern lautlose Kills durchführen kannst. Ah, du kannst sie auch benutzen, um dich aus dem Angriff eines Klickers zu befreien. Und die bessere Verbesserung ist, dass du quasi mehr von diesen Messern machen kannst. In Ordnung. Okay, wir kriegen mehrere Tech Trees. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mehr Zeit mit ihr verbringen. Okay, von welcher Laufplanke hat die gerade gesprochen? Ah, warte. Ist das Seil lang genug, dass ich das einfach über das Gelbe da werfen kann? Kann ich das einfach darüber schmeißen? Okay, sieht gut aus. Safe? Und wie komme ich darüber? Ah, natürlich. Hiermit. Boah, was für eine Puzzle-Passage. Wahrscheinlich kann ich jetzt die Leiter genau darüber legen. Und dann von da das Seil mitnehmen. Und die schafft es schwanger da hoch? Alter. Was ist los mit denen? Das habe ich als kleiner Junge nicht hinbekommen. War ich auch ein bisschen dicker. War quasi auch schwanger. Oder kann ich dir irgendwie helfen? Nee, die macht das einfach. What the hell? Schlimm mit der Höhenangst. Besonders, wenn ich runtersehe. Hallo. Wie sie sich immer in den Nacken fasst, weil sie schlecht geschlafen hat. Da sind sie. Manny, wir sind gleich da. Okay. Da, die Basis endlich. Fast geschafft. Wir können bestimmt über die Gleise. Sollen wir erst vom Dach runter? Bitte. Es ist schwer vorstellbar, dass du Angst vor was hast. Ich bin nicht so furchtlos, wie du denkst. Jetzt hör auf. Deine Operation, das könnte ich nie. Ich hätte zu viel Angst, das zu vermasseln. Glaubst du, mir geht's anders? Nun ja, mein Dad hat immer gesagt, du wärst seine beste Studentin. Echt jetzt? Tja, du meintest ja immer, er wäre ein Idiot. Komm. Nein, das hat sie wenn dann nur spaßhaft gemeint. Ich glaube, sie hat eine sehr gute Beziehung zu ihrem Dad. Zumindest von dem bisschen, was wir gesehen haben. Na, was geht? Dass ihr das hinkriegt. Nicht ruhig, Schnauze ja? Halten, Putz. Ja. Gefällt mir nicht. Gut, wir sind fast an der Basis. Mann, wenn wir wieder zu Hause sind, hau ich mich auf die Couch, zieh mir einen Film rein und sauf mich ins Koma. Okay. Wir können mit ihm reden. Oder du legst die Wetterfrau noch mehr flach. Aha, welche Drinks? Welcher Film? Ha, sehr neugierig. Der Film ist der mit dem, komm, sie haben Mädchen und dem Wolf. Ach, den liebe ich. Und der Drink. Meinen Mezcal von der Party letzte Woche. Verzeihung, du meinst unseren Mezcal. Sie. Ich lasse dir was übrig. Ach, jetzt hätte ich echt Lust auf einen Drink. Wenn ich nicht schwanger wäre. Und auf der Flucht. Hey, darf ich jetzt bitte hier eine Flasche auswählen? Genau. Weil ich will nämlich die Scheibe anwerfen. Weil da drin bestimmt toller Stuff auf uns wartet. Genau. Zack. Lumpen, Klebeband. Das kann ja nicht alles gewesen sein, oder? Ah, eine Münze. Und ein Dokument. Okay, interessant. Martha, der Waffenschildstand ist Geschichte. Also ist es zu riskant, dass wir uns weiter hier treffen. Die Skars werden in dieses Gebiet einfallen wie die Kakerlaken. Ich habe meine Vorräte schon geholt, aber ich habe deine Waffen im Versteck gelassen, falls du sie brauchst, wenn du ankommst. Ich nehme an, die Skars würden den Safe nicht anfassen. Er schließt sich Zeug von früher, beknackte Freaks. Die Kombination ist immer noch der große Gewinn. Was zur Hölle ist der große Gewinn? Ich habe keinen Schimmer. Vielleicht 6x die 7 oder so? So wie im Casino? Ich habe keinen Schimmer, was der große Gewinn ist. Könnte ein Waffenlager sein. Hört sich gut an. Da ist auch zu. Könnten wir da auch irgendwie reinkommen? Vielleicht von hier? Was ist der große Gewinn? Ah, das Klebeband! Das nehmen wir mit. Und Klingen. Ganz wichtig, meine lieben Freunde. Es ist der lootende Boss. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal weiter.
Vielleicht finden wir noch einen Eingang und wenn nicht. Ich denke, wir werden es auch ohne diesen Safe überleben. Haha, sieh meine an. Okay, dann habe ich das Waffenlager schon mal gefunden, aber ich habe keinen Schimmer, was der große Gewinn ist. Soll ich es einfach mit... Nee, es kann nicht 777. Das kann es nicht sein. Das ist falsch. Was zur Hölle ist der große Gewinn? Ich habe keinen Plan. Wirklich nicht. Gerade ein Messer. Da ist eine Bolzenschneider, glaube ich. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was das war. Wir können zumindest mal die Tür aufmachen. Aber was ist der große Gewinn? Steht hier irgendwo ein Schild oder so mit der Nummer? Ist das vielleicht noch so ein weiteres Rätsel? Mit Sicherheit ist es ein weiteres Rätsel, sonst wüsste ich es ja, aber... Ich kann leider nicht sagen, was die Lösung dazu ist. I'm sorry, guys. Ich weiß nicht, wovon hier die Rede ist. Ich kann höchstens nochmal hier hinter gucken. Vielleicht ist hier noch was vom großen Gewinn. Oder so. Ist da irgendwas? Oder... An der Wand? Lol. Blue Marlin. 08:15:12. Ist es vielleicht das? 08:15:20:12. Der Hund lässt mich hier nicht raus. Der Dog lässt mich nicht raus. Ist das ein scheiß Ernst, du Hund? Na, dann halt so. Oh, das sieht aber nicht. Der Hund lässt mich nicht raus. Bin ich jetzt hier gelockt? Nein. Okay, ich probiere noch 08:15:12. Oder 08:15:20, je nachdem. Wenn es das nicht ist, dann gebe ich auf. Aber ich finde, das ist immer noch ein legitimer Code, den man auf jeden Fall verwenden könnte. Und es ist der große Gewinn, weil es halt der große Hai war. 08:15 und dann wahrscheinlich 12. Oh, shit. Und 08:15:20? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee. Okay, kein Schimmer. Ich kann es euch leider nicht sagen. Aber nicht so schlimm. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ihr es wisst, wie man hier an die richtige Nummernkombination hätte kommen sollen. Was ist das hier? So roter Sand, so rote Erde? Das sieht irgendwie total tropisch aus, finde ich. Haltet die Augen offen. Können wir über die Mauer? Ich wüsste nicht wo. Bisschen Munition. Da sind mehr von denen. Oh no. Ah, da vorne, ja. Okay, ich habe da vorne schon mal welche gesehen. Ich finde es aber chillig, dass wir Scars erledigen. Ich mag es, Scars zu erledigen, weil die mir auf den Sack gehen. Aber die sind zu zweit unterwegs. Oh shit, guys. Als ob die den nicht sehen. Sollen wir einfach das Feuer eröffnen? Nein, das wäre auch sinnfrei. Aber ich kann nur noch nicht verdeckt agieren. Dazu fehlt mir das Equipment. Jetzt. Okay. Da drüben sind welche. Gehen die weiter? Der guckt noch. So, jetzt ganz vorsichtig sein. Okay. Vielleicht ist hier vorbeisneaken die richtige Variante. Ich weiß nicht, ob Ballern hier so sinnvoll wäre, ganz ehrlich. Weil hier sind mindestens 6 Stück. Das sind arsch viele. So. Oh shit. Verdammte Kacke. Ich hätte nochmal sneaken sollen. Okay. Jetzt aufgepasst. Jetzt aufgepasst. Die chillen da. Ausschwärmen. Augen auf. Er kommt um die Ecke.
Ist da vorne einer? Oder, ja, da auf dem Zug ist einer. Zack! Sehr schön. Oh shit. Oh shit, von da. Das war ein Headshot. Oh shit! Du blöde Sau! Hinter dir! Hinter dir! Wo? Wo? Oh ja. Ich danke dir, Bro. Du hast gerade den Arsch gerettet. Aber nach allen Regeln der Kunst. Da werde ich mich instant mal heilen. Zum Glück habe ich drei Medipacks. Das war leider nicht so glorreich. Oh. Ups. Da kam noch einer. Geh beiseite! Oh, der ist down. Sehr schön. Da ist ein Hammer, glaube ich. Besser als nichts. Aber hier ist noch mal eine Axt. Die ist noch mal besser. Sehr schön. Kein glorreicher Kampf. Aber ich denke, ganz gut überlebt. Und das ist das Wichtigste. Wir sind schon lange nicht mehr gestorben. Das ist sehr angenehm. Das unterbricht den Spielfluss nicht so krass. Aber das Gegner-Gespamme fühlt sich auch nicht mehr so groß an, wie vor einiger Zeit noch. Oh shit, hier ist noch mehr. Ja, hab's gesehen. Ich mach mal einen Schalldämpfer. Weil wir haben aktuell noch nichts, um sneaky zu sein. Ein Schalldämpfer könnte da helfen. So, davor, in der Mitte steht einer. Außen scheint keiner zu sein. Vielleicht kriegen wir den relativ fix weg. Ich sehe ihn nicht. Ich kann nicht in das Gebüsch rein. Oh. Oh, der chillt da oben noch. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Das war wirklich gut. Alter, ich mag Abby. Sie hat einen coolen Kampfstil. Sie ist einfach ein geiler Kampf. Sie ist so ein bisschen so Lara Croft 2.0. Da vorne war noch einer. Ich hab's genau gesehen. So. Da komme ich nicht durch? Dein Ernst? Ah, doch, so. Okay, okay, okay. Hehehehe! Sorry, Madame. Verdammte Scheiße. War's das? Boah, wie sie das Blut hier auf dem Boden verteilt hat. Shit. Schauen wir noch kurz nach, ob der oben Munition für uns hat. Hallo, Madame. Oh, nee. Keine Munition für mich. So, ist das hier irgendwie so eine Art Gaslager? Es sieht ein bisschen aus wie so brasilianische Favelas hier irgendwie. Einmal nachladen. Ja, ja, Mel. Du hast dich am Kampf gar nicht beteiligt und sagst jetzt, ich soll kommen. Durch. Oh nein. Jetzt geht dieses Gepfeife schon wieder los. Ich hasse es zutiefst. Ich hab Granaten. Soll ich mal Granaten? Komm, sollen wir mal gucken, was passiert? Komm, schauen wir mal. Das war nicht so gut irgendwie. Der Hund hat das Feuer schon eröffnet. Oh boy! What? Alter, wie viele hier einfach sind. Das ist alles andere als gut. Alter, wie viele hier... What the hell? Dass hier so viele sind, das war mir nicht bewusst. Okay. Ihr kriegt mich nicht, ihr Psychos! Ich schieße so schlecht, Leute. Ich heile mich erstmal. Ich will echt nicht aufgeben. Okay. Ich muss hart kaufen. Oh, ah, wir kriegen Verstärkung. Das ist gar nicht gedacht, dass wir das überleben. Das ist gar nicht gedacht, dass wir das überleben. Okay. Na dann. Der flüchtet, glaube ich. Oder? Erstmal Munition mitnehmen. Ich habe sau schlecht geschossen. Ich habe so viel Munition verloren.
Sehr gut. Ich brauche die Munition. Meine Granaten haben gar nichts gebracht. Shit. Scheiße, alles okay? Ich weiß wohl überleben. Hier. Hey, zeig mal die Hand. Alle da. Zum Glück ist sie Ärztin, sie kann das direkt verarzen. Ah, die fahren jetzt sich zum Hauptquartier. Ah, cool. Sehr, sehr gut. Die haben von da die Schüsse gehört. Ich weiß, wir sind fast da. Komm, mach! Lasst sie durch! Abby scheint ordentlich was zu sagen zu haben, glaube ich. Dein Rücken. Drück so fest du kannst, okay? Ach du Scheiße. Ich hab nichts gespürt. Hey, wir haben zwei. Er hat eine Schusswunde an der Hand. Schlecht. Fast schon ein Kompliment. Lass dir helfen. Ja. Bleib, Alice. Komm mit, hier lang. Sitz. Das war ziemlich viel Blut, oder? Muss ich schon. Das wird wieder. Das wird wieder. Der Hund ist so süß. Ich dachte gerade, der Typ da unten wäre tot, aber der. Oder am Leiden, aber der fuhr weg nur in seinem Auto rum. Der fährt, Alter, der stirbt da einfach und keiner tut was. Hey, auf geht's. Das ist Alice. Komm, Alice. Braves Mädchen. Danke. Diese neuen Rekruten. Ich traue ihnen nicht. Warum? Danke nochmal, Leute. Hey, Mann, machen doch alle einen recht sympathischen Eindruck. Was meinst du? Wir sind hier seit 3 Tagen stationiert und es passiert einfach nichts. Dann solltet ihr uns wohl für die Abwechslung danken. Komm schon, du schuldest uns was. Hör dich mal um. Okay, wir melden uns an. Wir reden später. Okay, danke, Mann. Bis dann, Abby. Bis dann. Ciao. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Okay, Checkpoint. Na dann, sagen wir doch mal Hallo. Wir sind hier. Hey, ihr zwei. Was gibt's für uns? Kein Auftrag. Meldet euch bei Isaac. Wir beide? Ja. Oh, wir treffen das erste Mal Isaac. Schüch, von dem wird ja schon so lange geredet. Irgendwas ist los. Suchen wir Isaac. Wir sollten zuerst. Plant er den Großangriff auf die Scars? Hey, Abby. Ist Isaac da hinten? Nein, nur Karl mit den Frischlingen. Okay, danke. Und ob wir Isaac treffen, erfahren wir beim nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein, meine lieben Freunde.